So, da sind wir wieder zurück zu Kilian Katars Verrat. Kilian Katar hat ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie ist eine Ketzerin, die einen Komplott gegen Kane schmiedet. Obwohl sich Katar das Wohlwollen der Menschen erschlichen hat, bezweifelt Äbtissin Alexa, die neue Blonde, die neue Blondine sozusagen, bei Kanes Gefolgsreich da quasi, dass sie ihr einfach so glauben werden. Aha, sie werden Beweise fordern, Beweise, die sie liefern werden. Kanes Truppen verteidigen in diesen Minuten mit Mut und Verzweiflung den Prime Temple, dem sie sich als Katar aus... Soll hier die Perücke aufsetzen, ey, sag mal. Und begeben sie einen unverzichtbaren, unverzeihlichen Verrat. Das wird die Welt. Was? Das wird der. Ach, scheiß drauf. Wir machen's einfach. Das wird der Welt die Augen öffnen. So, Prime Temple kennen wir ja noch. Die Karte kennen wir auch. Seit der Kindheit träume ich vom Wiederaufbau des Prime Temples. Nun erstrahlt er wieder im alten Glanz. Möglicherweise ist Kanes Vertrauen in dich nicht ganz unberechtigt. Das ist jetzt Alexa, oder was? Legion, wir müssen diese Flugabwehrbatterien zerstören, um den Luftraum für unsere Vertigo-Bomber zu sichern. Das war das Ding, was passiert ist damals beim Prime Temple. Ich verstehe. Gut, dann, was ist denn das? Stellen und halten. Feindliche Einheiten in Sicht. Einfach drauf da. Du bist eh maximal befördert. Kannst du übrigens aggressiv sein. Mach einfach alles platt. Das ist eine fünffach beförderte Spezialeinheit, die macht alles platt. Also was jedenfalls Infanterie angeht. Wir müssen noch von den Türmen ein bisschen Ausschau halten. Erst die Kraftwerke. So, jetzt haben sie keine Energie mehr. So. Machen wir erstmal die Türme, nicht dass die wieder irgendwie Energie kriegen. Keinen Sinn, aber was soll's? Ich verstehe. Okay. Dass sie sich mal hinlegen muss, nachdem sie so eine Bombe irgendwie gemacht hat. So ein Blödsinn. So, Mädel. Immer drauf da, genau. Ich meine, jetzt kommt jetzt eh wahrscheinlich Vertigo-Bomber, die wieder alles bombardieren und alles kaputt machen. Mit explosiven Grüßen. Wenn jetzt aber der Strom aus ist, hätten die Vertigo-Bomber theoretisch auch schon kommen können, aber wir streiten uns nicht. Machen wir einfach. Verstärkungen sind eingetroffen. Feindliche geh mal in Deckung, Mädel. In deinem Haus oder so. Gut, hat nicht funktioniert. Ist das jetzt meine Basis hier? Initialisiere Video-Ablink. Legion, die GDI nähert sich dem Prime-Tempel und dem Propheten. Du musst verhindern, dass diese Heiden unseren heiligsten Tempel entweihen, egal was seine Eminenz vielleicht... Du weißt, was richtig ist. Eigentlich nicht. Okay. Was soll ich tun? Bauoptionen. Zerstören Sie die GDI-Basis. Die GDI entweiht den Prime Tempel schon zu lange. Stoßen Sie zu Kanes Truppen. So, von unten sind sie geschützt, von der Seite sind sie relativ ungeschützt. Also müssen wir von oben angreifen. Gut. Theoretisch können wir wahrscheinlich einfach unsere Anfangseinheiten nehmen. Verstärken trifft in 20 Minuten. Ah, wir haben nur die obere Basis. Okay. Ich würde sagen, wir bauen trotzdem mal kurz eine Basis auf, bevor wir jetzt irgendeine Scheiße machen. Ich meine, die werden ja auch die ganze Zeit angegriffen. So ist nicht. Bau abgeschlossen. Baut. So, einmal kurz Energie. Wir können eh nichts einnehmen und können Tiberium Turm. Das heißt, müssen wir mit Tiberium ein bisschen haushalten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Also wie gesagt, hier ist nur so ein kleiner Turm. Wir kriegen ja richtig auf den Sack. Könnten da eigentlich mit angreifen, ne? So ist nicht. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Bau. Soll ich da mit angreifen? Bau abgeschlossen. Teil ihrer Basis platt zu machen? Zu wenig Energie. Baut. Baut. Ich mach's mal erstmal noch nicht. Ungeeigneter Bauplatz. Baut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption. Oh, das geht mir. Baut. Bau unterbrochen, abgebrochen, unzureichende Mittel. Ich kann den mehr. Okay, nicht so gut. Kann ich auch nicht angreifen. Ja, okay, top. Schlagen wir los. Rücken vor.
Jetzt haben sie mich sowieso sauer gemacht. Wenn sie jetzt hier mit Kommandos oder sowas ankommen, wäre ganz der Falsche, mein Freund. Ja, ich werde wahrscheinlich auch ein paar Einheiten verlieren, das ist aber, glaube ich. Angriff! Die machen wir Platz! Bau abgeschlossen! Geht klar, geht Angriff! Neue Produktionen. Ausbildung. Kein Problem für einen Scorpion! Feuer! Na, der Mammutpanzer hier noch steht, da ich ein bisschen Schiss. Einheit wird angegriffen. Und wenn da oben noch was steht, ist auch jetzt geil. Keine Gefangenen! Feuer! Geht klar! Angriff! Jetzt rücken vor! Roger! Keine Gefangenen! Vorwärts! Okay, wir haben sie erstmal ein bisschen gestört. Aber sie haben halt noch ein Bauzentrum. Und das wäre super, wenn das noch wegnehmen würde. Unten haben sie noch Avatare. Wir bleiben erstmal kurz in Deckung, beziehungsweise reparieren uns kurz. So, dann müssen wir weiter bauen. Noch was bauen hier? Wo wir noch 5 Not-Mods. So, noch ein bisschen Energie, dann machen wir diese komischen Hässlich-Tempel. Ja, jetzt haben sie da keine Energie mehr. Das ist eigentlich unser Q sozusagen. Mal die Notmods mal abbrechen, wenn wir kein Geld mehr haben. Bau abgeschlossen. Das nochmal machen, den komischen Tempel bauen und den dann bauen. Und dann werden wir mit dem ganzen Zeug mal hierher kommen. Meines Kraftwerk ausschalten. Ich weiß nicht genau, was danach passiert, weil wir sind danach relativ schwach. Nochmal ein Kraftwerk irgendwo gebaut. Jetzt haben sie nämlich wieder Strom. Jetzt haben sie keinen Strom mehr, die bauen hier hinten Kraftwerke. Dann gehen wir auf Bauzentrum, mal gucken, was dann passiert. Was sieht hier aus? Aber wir bauen immer noch das große Ding. Okay. Nicht so gut. Bauen wir den Heliport und hier. Wird wahrscheinlich. Hier regelt es. Die macht ihr platt. Kein Problem für einen Skorpion. Abgeschlossen. Wir haben sie. Angriff. Geht klar. Einheit gefördert. Unzureichende Mittel. Vorwärts. Geht klar. Gegner besiegt. Vorwärts. Einsatzziel erreicht. Sich unterwegs. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Schlagen wir los! Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen? Wo denn? Mann, diese Vertigos machen uns fertig! In Position! Ist so ein bisschen die Frage, weil die Gegner jetzt... Legion, wir haben alle ihre Truppen Alexa unterstellt. Sie wird den Angriff auf Kains Armee persönlich befehligen. Okay. Ich mach nichts. Was tut's? Wir werden uns mal speichern, bevor die hier irgendeine Scheiße machen mit meiner Basis. Namen. Geben Sie sich zu erkennen. Brüder, ihr wurdet getäuscht. Wir sind hier, um ein großes Unrecht zu sühnen. Das kennen wir doch aus dem Hauptspiel, ne? Bruderschaft nicht, wie er es euch glauben machen wollte. Wir dienen der wahren Sache von Nord. Übergebt uns den Tempel oder sterbt. Nordtransporter unterwegs. Das ist ja meine Einheit geortet. Verstärkungen sind eingetroffen. Empfange nach. Was soll ich machen? Zerstören Sie den Kontrollturm des Laserzauns. Warum ist denn da ein Laserzaun? Ist ja auch egal. Sollen wir kaputt machen? Machen wir. Ich weiß nicht, wo die Sprachausgabe herkam, aber ist okay. Okay.
Ich verstehe. Was brauchen Sie? Ich würde jetzt einfach straightforward hin. Ah, ja. Stellen wir uns vor. Ich will. Ja, ich bin hier. Auf in den Kampf. Einsatzziel erreicht. Wie ist der Plan? Nachricht. Infiltrieren Sie mit diesem Saboteur das Waffenlabor des Prime-Tempels und stehlen Sie die Pläne von dessen Ionenschild, während Alexa Kanes Truppen auf sich zieht. Ja, ich bin Was hier. Was brauchen Sie? Wie ist der Plan? Positiv. Ich höre. Okay, also ich gehe jetzt davon aus, ich soll einfach nur hier hinlaufen. Ja, ich bin hier. Der wird nicht angegriffen, richtig? Weil es ein scheiß Saboteur ist, oder? Weil ich frag mich ganz, wo ich hier durchkommen soll. Also? Was soll ich meinen? Also wie soll ich denn hier... Feindliche Einheiten in Sicht. Kinderspiel. Ich höre. Natürlich bin ich bereit. Das wird ein Spaß. Ich verstehe. Machen's mal einen ruhigen. Machen's mal ganz in Ruhe. Wir könnten auch hier außen rumlaufen wahrscheinlich, ne? Was brauchen Sie? Das ist nicht gewollt. Der gefällt mir. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Wie ist der Plan? Ja, ich bin hier. Ich verstehe. Was brauchen Sie? Feindliche Wie Einheiten ist der Plan? In Sicht. Einheit ist der denn nicht? Arbeiten wir zusammen. Ja, ich bin hier. Positiv. Okay, das sieht sehr, sehr simpel aus, wenn ich ehrlich bin. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Bin allzeit bereit. Ich verstehe. Okay. Mal ganz kurz, ob oben was ist. Positiv. Freut mich, den Okay. Der wird helfen. Ich verstehe. Rücke vor. Ich verstehe. Hier ist meine Karte. Einheit verloren. Ist. Okay, den müssen wir neu starten, leider. Okay, also. Da hat mich so ein Obelisk erwischt. Ich warte. Ich verstehe. Arbeiten wir zusammen. Okay. Ah ja, machen wir es nochmal normal. Ist ja okay. Feindliche Einheiten in Sicht. Kinderspiel. Rücke vor. Es kam rechts, glaube ich, eine, ne? Rücke vor. Was machen wir da lang? Okay, schade, man konnte also nicht den direkten Weg oben nehmen. Kann ich Ihnen helfen? Also? Machen wir uns ein paar Freunde? Okay. Feindliche Basis in Sicht. Ja, lass uns ein paar Positiv. Freunde machen. Ich verstehe. Wenn wir Geld hätten, würde ich einfach mit dem Ingenieur die Kaserne einnehmen und einfach Ingenieure bauen. Okay. Das wäre natürlich auch ein Tick. Feindliche Wahrscheinlich könnte man auch einfach hier lang laufen. Ich kriege das. Rücke vor. Okay. Ich kann Ihnen helfen. Also? Ich verstehe. Positiv. Ich kann helfen. Ich glaube, man muss hier lang gehen. Oder? Natürlich bin ich bereit. Ich erledige das. Ich verstehe. Das Problem ist, die kommt zwar immer noch von unten. Positiv. Genau mein Team. Arbeiten wir zusammen. Ich arbeite allein. Kurz die Einheiten hier oben auslöschen. Ich verstehe. Und die Kraftwerke in die Luft. Jagen. Okay. Dann lassen wir das hier aber, weil dann könnten sie nämlich von unten kommen. Ich höre. So, also den Zaun können wir nicht kaputt machen, außer die Obelisten haben keinen Strom mehr. Okay. Die könnten vielleicht keinen Strom haben, wenn wir auch diese Kraftwerke platt machen. Okay. Kann ich irgendwie helfen? Ich arbeite allein. Mit explosiven Grüßen. Auf in den Kampf. Oder wir dürfen hier gar nicht reingehen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich bin hier. Mir ist noch Strom, okay. Die haben keinen Strom mehr. Positiv. Okay. Positiv. Okay. Also von der Idee haben die jetzt, ich spanne uns das ab, aber die haben theoretisch keinen Strom mehr, jetzt können wir theoretisch rein.
Was braucht ihr? Ja. Bin allzeit bereit. Positiv. Ich verstehe. Weiß mal keine Objekte noch kaputt. Was gibt es? Ja. Okay. Positiv. Welche Einheiten, die mich irgendwie nerven können? Nee, ne? Also, okay. Positiv. Das sieht erstmal gut aus. Wir sind am Verteidigen hier ohne Ende. Gut. Sollten wir geschafft haben. Einsatzziel. Oh Mann, den Scheiß. Daten gesichert. Erbitten Evakuierung. Empfange Nachricht. Bringen Sie den Saboteur zum Exfiltrationspunkt. Von dort lassen wir die Pläne des Ionenschildes an das Oberkommando der GDI durchsickern, um Killian endgültig zu diskreditieren. Was für eine Drecksmission wir machen hier eigentlich, ne, von der Idee her. Der Saboteur erreicht unversehrt. Unversehrt. Wir verschwenden Zeit. Was soll ich machen? Ich arbeite allein. Ja, bin bereit. Ja, ich bin hier. Geheimdienstdaten aktualisiert. Okay, wir müssen hier wieder raus aus dem ganzen Bums. Okay. Wir verschwenden Zeit. Bereit! Los geht's! Was jetzt? Versuchen Sie es mal unversehrt. Lassen Sie sich Zeit. Ich verstehe. Oh, warten wir noch! Ja, ich bin hier. Gehen wir auf die Jagd! Ja, vielleicht die Waffen noch wieder kaputt machen sollen. Also? Vorwärts! Feindliche Einheiten in Sicht. Gehen wir auf die Jagd! Okay, das ist zum Thema unversehrt. Vorwärts. Wow, die Alia hält aber nicht viel aus. Rücke vor. Worauf warten wir noch? Also? Okay, unversehrt haben wir nicht geschafft. Dazu müssen wir ein bisschen chilliger spielen. Wie ist der Plan? Aber ich kann mir fast vorstellen, wir können einfach durchfahren, oder? Yeah. Vorwärts. Naja, nee, wir müssen nach hier. Ja. Gut. Worauf warten wir noch? Da es eh nicht unversehrt wird. Was soll ich machen? Ich verstehe. Yeah. Können wir es auch so gleich machen? Nord gegen Nord. Wann hört das nur auf? Das war jetzt wirklich wahrscheinlich diese eine Truppe, die uns angegriffen hat, ne? Echt. Wie schnell er ist. Ja, das war diese eine Truppe, die uns angegriffen hat. Damals verkackt. Ha, scheiße. Gut. Ist egal. Sind wir ehrlich. Einsatzziel erreicht. Nordtransporter unterwegs. Super. Initialisiere Video-Ablink. Hau mal rein. Ausgezeichnet. Du hast mehr als genug Schaden angerichtet, um Killian zu stürzen. Jetzt ziehe dich zurück. Wir wollen doch nicht, dass der Tempel beschädigt wird. Das war's? Das war's. Mission erfolgreich. Also wie gesagt, nächstes Mal müsst ihr halt mit der Tanja, also mit dem Spezialkommando da sozusagen, einfach voranlaufen beim Rückwärtslaufen. Die zwei, ich glaube zwei Einheiten waren es ja nur kaputt machen und dann könnt ihr durchfahren. Naja, na gut. So, ja, du mich auch. So, wie geht's denn jetzt weiter? Der Prime-Tempel verloren. Wie ist das möglich? Niemand kann Kane ersetzen. Aber es ist jetzt meine Pflicht und meine Überzeugung, dass ich die Bruderschaft durch diese Zeiten führe. Und ich sage euch, ihr müsst nicht mehr trauern. Wir müssen aus Trauer Zorn werden lassen und das, was war, vergessen. Sprechen wir nicht mehr von Erlösung. Unser einziges Ziel ist die Rückeroberung des Planeten. Kane? Wir werden uns bald mit General Qatar befassen. Ihr Mangel an Vertrauen ist in der Tat bedauerlich und sie wird bezahlen für ihren Verrat. Aber im Augenblick gibt es dringendere Angelegenheiten. Wie habt ihr überlebt? Ich war nicht im Prime-Tempel. Er war bloß ein Köder. Ihr wolltet, dass die GDI die Ionenkanone einsetzt? Redmond Boyle hat getan, was ich prophezeit hatte. Er ist schließlich ein Politiker. Und als Kanes Bezwinger ist er jetzt ein Held. Ein Held, aber er ahnt nicht, was er ausgelöst hat.
Doch bald wird es die ganze Welt wissen. Denn während wir hier reden, treffen die Besucher ein. Nur die Ionenkanone konnte genug Energie freisetzen, um im flüssigen Tiberium eine Kettenreaktion auszulösen. Die freigesetzte Energie war so außergewöhnlich, dass sie die Aufmerksamkeit unserer Gäste erregte, genau wie es der Tacitus prophezeit hatte. Die Besucher errichten Türme in aller Welt und wir müssen verhindern, dass die GDI diese Türme zerstört. Es sind nämlich Portale, Torwege zu einer Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Es gibt viel zu lernen, mein Kind. Viel für uns zu lernen. Jetzt raff ich das auch erst. Ich dachte immer, das wäre jetzt nach der Handlung, weil am Anfang ja auch diese dummen Zeitschienen waren. Aber das war teilweise vor der Handlung, vor dem Hauptspiel sozusagen. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt raff ich das. Wir sind quasi die gleiche Zeitschiene. Deswegen wurde die Philadelphia, also dieses komische Raumschiff im Weltall, auch nicht zweimal zerstört, sondern sie wurde nur einmal zerstört. Wir haben nur sozusagen das ein bisschen aus einem noch anderen Blickwinkel gesehen. Jetzt raff ich das. Siehst du? Oh Mann. Ich werd alt. Es ist wirklich. Ach Gott, komm. Nö. Gut, Leute. Herz und Realität. Nächste Folge. Bis denn.